Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part von Splatoon, wo ich wieder Themen habe von euch und Fragen so ähnlich, die ich euch heute jetzt alle beantworten werde, wenn es denn zeitlich möglich ist. Und ich habe vorweg, damit ihr schon so einen Anreiz habt, ich habe für euch eine Frage irgendwo in diesem Video euch gestellt, zumindest werde ich euch stellen, zum Thema Streams. Ich habe da nämlich so eine Idee und ich möchte gerne eure Meinung dann dazu hören. Deswegen bleibt dran. So, ich muss mal kurz meine Kamera einstellen. Ich glaube, so geht das. Erste Frage war, die ich auch schon im Kommentar da beantwortet habe, aber nochmal für alle. Ich mag es ja nicht, wenn man Squid Dance. Das stimmt. Was ist, wenn man denn zweimal cool sagt? Es reicht auch, wenn man nur einmal cool sagt. Meistens sehe ich euch ja schon, dass ihr das seid. Ihr könnt aber auch nur einmal cool sagen. Das reicht schon völlig aus. Wie gesagt, dieses Squid Dancen, oh Gott, das geht halt schon auf den Sack. Von wo bitte? Kam gerade die Sniper. Ich habe keine Ahnung. Sag mal, lass mich in Ruhe, du Sack. Manchmal mag ich diese Turbo Blaster null. Nee, das ist ein Sniper. Die nächste, welche Waffe mag ich am wenigsten? Ich glaube, das sind allgemein diese Tintenwerfer, die mag ich nicht so. Das sind solche, die ich null mag. Und ja. Okay, den Kalligraphen spiele ich nicht unbedingt eher im Revierkampf, sondern eher im Rangkampf. Nur damit ihr das wisst. Ja. So. Kati, kannst du mal eine 100%-Challenge machen? Also wenn das, also das alles eingefärbt wird. Das könnte ich mal machen, das könnte ich sogar im Privatkampf dann machen. Mit euch dann. 4 und 4. Dass wir halt alles versuchen einzufärben. Aber ich glaube, das ist gar nicht möglich, 100% einzufärben. Aber 99% sollte möglich sein. Boah, ich glaube, 100% geht gar nicht. Aber man kann es nochmal versuchen. Gott. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Den hab ich auch, du Arsch. Stress oder wie? Das war sehr, sehr schlau, in der Wand zu gehen. Das solltet ihr niemals machen, wenn ihr einen Gegner habt. Dann solltet ihr euch am besten verpissen. Weil dann passiert genau sowas. Das ist natürlich gut für uns. Jetzt haben wir dann wenigstens noch einen Kill. Falls er mein Team hinspringen möchte. Eventuell, maybe. Gott. Bring ihn um. Er ist jetzt da hingegangen? Nee. Ich dachte gerade. Sah so aus. Soll ich nochmal dahin versuchen? Ach egal, komm. No risk, no fun. Obwohl, ich bin ausgedeckt. Deswegen tschüss. Deswegen lasse ich das lieber. Nein! Nein! Du Arsch! Kommt der da noch mit so einer... Das war so klar. Dann habe ich hier noch eine Frage, die ich ganz kurz beantworten kann. Werde ich in Zukunft Splatoon 2 Let's Playen, wenn das rauskommen würde? Kommt halt drauf an, wenn es halt auf der neuen Konsole ist. Hm, wird es schwierig. Weil, ja, so schnell eine Konsole anzuschaffen, ist nicht gerade einfach. Aber wenn, würde ich es denn trotzdem sehr, sehr gerne. Auf zum nächsten Match mit weiteren Fragen. So, jetzt habe ich noch ein paar Fragen von Michel, soweit ich das weiß. Was hältst du zum Thema Rechtsextremismus? Ich muss das erstmal googeln, was es überhaupt ist. Und ich habe es immer nicht verstanden. Ich habe das Join übrigens an. Weil, warum nicht? Ist ja nicht unbedingt eine Challenge. Deswegen werde ich wahrscheinlich gemobbt von Lini, aber ist mir völlig egal. Ich weiß gar nicht mal wirklich, was es ist. Ist, glaube ich, so ein bisschen politisch wieder sowas. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Deswegen, Politik interessiert mich nicht so wirklich. Sonst musst du mir das noch einmal ganz genau erklären. Alle Fachbegriffe weiß ich dann noch auch nicht. Dann noch, was hältst du von der jetzigen Flüchtlingsrassistenkrise gegenüber ihnen? Wie gesagt, ich lese nicht wirklich viele Nachrichten, aber... Wie gesagt, rassistisch und sowas, Rassismus mag ich auch total nicht. Jeder hat das Recht, halt in einem Land zu leben und so. Oh Gott. Deswegen ja. Deswegen weiß ich auch gerade nicht, wie die aktuelle Lage so ist. Weil ich gucke keinen Fernsehen oder so. Ähm.
sonst. Ich muss später nochmal gucken, ob ich noch irgendeine Frage habe. Hat sich noch einer gefragt in den Kommentaren, warum muss man immer so oft hören, dass du niemanden mehr in der Freundschaft an Frage nimmst? Also als Freundschaft. Ja, das muss man halt immer wieder sagen. Ist ja nicht schlimm, weil es kommen halt neue Abonnenten dazu und die wissen das nicht. Das ist ja kein Problem. Es war manchmal ein bisschen mühsam, aber da können die Leute ja nichts für. Ja. Aber bitte versteht das, dass ich keine halt mehr annehme, weil eben... ja. Ich will mich halt nicht drüber aufregen. Hey, lass das. Lass das. War hier nicht gerade noch jemand? Anscheinend nicht. Mein Team ist wieder sehr schön, muss ich sagen. So. Ich kann mal so ein bisschen Unterstützung bieten mit den Sprungbojen. Ein bisschen rumcampen, weil ich eh nichts zu tun habe. Ja, ich kann mal so ein bisschen drunter scrollen, ob ich noch irgendwas habe. Verdammt. Ich habe noch sogar welche. Wie lange habe ich gebraucht, um Level 50 zu erreichen? Oh Gott, ich habe nicht gezählt, wie viele Tage ich dafür gebraucht habe. Deswegen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe durchgesuchtet. Ja, genau, übertreib halt mit Instabomben. Ich bin hier nicht. Lol. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt noch den Japaner da umgebracht habe. Aber ich habe ihn irgendwie umgebracht. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht wie, aber ich habe ihn irgendwie umgebracht. Oh Gott. Ja gut, ich konnte nicht wirklich färben. Geht, da hat der sich da verpisst, ey. Aber das, ich muss sagen, das war ein gutes Match. Sieht man nicht alle Tage mit einem guten Team. Ich habe jetzt, glaube ich, noch zwei Fragen. Und die werde ich dann im nächsten Match beantworten mit der Frage, die ich euch stellen möchte. Ja, Freunde. Wer hätte es gedacht? Es war so klar, dass ich das im letzten Match mache. So, das letzte Match beginnt nochmal auf Heilboothafen. Direkt kommt jetzt meine Frage. Ja, ich will euch nicht so lange auf die Folter spannen. Und zwar was zum Thema Streams. Ich habe mir überlegt, bei jedem Tausender Abonnenten... Okay, jetzt nicht unbedingt, wenn ich irgendwann, keine Ahnung, 100.000 habe. Das wäre ein bisschen crazy. Was ich sowieso nicht kriegen werde. Aber zumindest jetzt, zum Beispiel, wir gehen langsam auf die 4.000 zu. Das ist krass. Ihr seid einfach crazy, Leute. Das ist zu geil. Ihr seid so richtige Schlawiners. Dass ich dann einen 4-Stunden-Stream mache, auf alle Fälle. Vielleicht auch mehr, keine Ahnung, aber 4 Stunden mindestens. Und dann halt bei den nächsten 1000 halt 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden. Ich glaube dann maximal nur bis 24 Stunden. Weil ich will nicht sterben. Ich glaube 24 Stunden kriege ich, glaube ich, nur halbwegs hin. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen werde. Sag mal, Sniper. Sniper, verpisst dich erstmal in die Base. Erstmal ein gegenseitiger Kill. Ich wollte erst den Tintentitan zünden, aber habe es doch gelassen, weil ich dachte, ich kriege ihn so. Aber ich habe nicht gedacht, dass er sich so schnell umdreht. Aber ich habe meinen Titten ja direkt wieder. Ist voll easy. Deswegen macht das nichts, wenn ich sterbe. Das ist voll geil. Diese Container manchmal, ne? Und jetzt habe ich wieder so ein geiles Team und recken die da schon wieder alle weg. Wie geil ist denn das bitte? Moment. Oh! Warum gehst du direkt auf mich? What the fuck? Mich verarschen? Du kannst mich mal. Hart am Arsch. Du mich auch. Kleiner Sackgesicht. Der hätte eh seinen Titten. Deswegen, ich glaube, ich färbe so ein bisschen hier so rum. Ich habe hier noch eine Frage und zwar... sag mal deine Lieblings-Top 10. Ich glaube, ich habe keine Top 10. Ich wüsste die jetzt gar nicht alle auswendig. Also zumindest als erster Stelle mein Eimer. Also den normalen Schwapper. Dann kommt wahrscheinlich mein, jetzt sogar Kalligraph. Den hier. Dann kommt der Zielkonzentrator. Und dann können andere Waffen kommen, zum Beispiel 3R-Schwapper.
manchmal Tentatec. Ich habe keine Ahnung. Das sind. Ich habe mehr so die Top 5. Top 10 kann ich jetzt kaum sagen. Und manchmal, wenn ich Langeweile habe, nehme ich irgendwelche Kackwaffen einfach aus Langeweile. Das ist. Das ist teilweise schlimm, wenn ich dann mit diesen Kackwaffen gewinne. War hier nicht jemand? Doch, irgendwie schon. Ja, genau. Genau, geh lieber in die Base und dich bringe ich nochmal um, Phil. Nein, bleib stehen! Wie er dann noch gesprungen ist, der kleine Schlawiner. Der eine da mit dem Tentatec da oder Kleckser, weiß ich, was der hat, aber ich nehme mal Tentatec. Weil wer läuft heutzutage noch in Kleckser rum? Ein paar von euch sicherlich, aber. Das ist der Kleckser, oder? Das ist doch der normale Kleckser. Lol. Glaub schon. Gott. Ja. Wie gesagt, falls ihr zum Beispiel Challenges oder Themen oder auch Fragen habt, dann stellt sie mir unten in die Kommentare. Und wie gesagt, habt ihr schon eine Antwort auf meine Frage zu dem Stream, was ich da vorhabe, dann lasst es mich ebenfalls wissen. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal vor. Let's play 2. Ciao.